Seaside Hill. Irgendwie, ich hab's nicht selber gespielt, aber Sonic Heroes? Ich habe keine Ahnung, aus welchem Spiel diese Stage ursprünglich kommt. Aber mein Tipp ist Sonic Heroes. Weil ich meine, ich hätte mal in einem Video gesehen, dass da eine Stage ähnlich aussah. Kann mich aber auch irren. Unterwasser-Stages sind in Sonic-Spielen noch eigentlich auf ihre eigene Art nerviger als bei Mario. Bei Mario-Spielen muss man sich meistens zumindest nicht um Luft kümmern. Außer in so Galaxy oder ich weiß nicht, Sunshine. Ich habe nur Galaxy selber gespielt, daher. In Galaxy war es auf jeden Fall so. Und hier muss man einfach alles gleichzeitig machen. Und einem darf nicht die Luft ausgeben. Also, wer das Finale von Sonic Adventure 2 bei mir nicht gesehen hat, sollte sich mal angucken, dann wisst ihr, wieso ich Wasser kacke finde. Und ich war gerade ziemlich unverwundert, sonst wäre ich direkt in die Stacheln reingesprungen. Was? Was? Natürlich, natürlich, natürlich. Bin ich zwischendurch gestorben? Nee, bin ich nicht. Ich find's super, wie Classic Sonic einfach anfängt rumzurollen. Oh, bitte. So, zählt das jetzt schon als verlorenes Leben?
Moment, ich habe die falsche Taste gedrückt, ne? Ja, ich habe B gedrückt. Wow, und Walljump machen bringt natürlich direkt ein Achievement. Was? Ach so, das hier ist 3D. Was? Okay. Ich bin da kein Fan von gerade. Es wird ja leider schon kein S-Rang mehr, aber wird es wenigstens noch ein A-Rang? Auch driften, ne? Oh, bitte, was? Warum? Wobei es sich nicht so kacke steuert. Roten Sternring hätte ich locker kriegen können. Aber die sind eh nicht wichtig. Steigt das Wasser? Was? Bitte was? Moment, die bewegen sich, ne?
War das schlecht. So I think we've pieced together more of what's happening, and it's not good. When that thing goes through time, it tears space apart, leaving the areas empty and dead, and sticking them in this weird white limbo. When the Sonics accelerate through time, they fix space, returning color and life. Then I guess we have to run like there's no tomorrow, or there won't be a tomorrow. It takes a mighty foe to trap a ninja. Be on your guard, Sonic. Ich muss nicht verstehen, wieso Classic Tales eine noch höhere Stimme hat als Modern Tales, oder? Weil eigentlich sind die gleich alt. Und Tales ist halt, also Modern Tales ist 8 Jahre alt, sie sind noch eine schlimmere Kiddie-Stimme, muss man ja wohl nicht machen, oder? Oh, hallo! Also ich würde sagen, zum Abschluss der Aufnahme, wenn ich da hochkomme. Muss ich erstmal einen Weg da hochfinden. Komm, da muss ich jetzt irgendwie hin. Ach, Moment, ich kann nur an bestimmten wenden, ne? So, wie komme ich jetzt zu Shadow? Einen roten Sternring, aber die Suche ist noch nicht zu Ende, bla bla. Wenn ich sie nicht suchen will, suche ich sie nicht. Warte. Ich kann auf dem. Weil man auf dem Buchstaben stehen kann. Oh, hallo. Hey, Shadow. Glaubwürdige Shadow-Motivation, muss ich sagen. Wenn ich gelesen habe, was da stand. Was ist eine bessere Möglichkeit, als die Aufnahme zu beenden, gibt es als Arc Showdown?
Was? Wie funktioniert das hier? Also Chaos Spear war in Sonic Adventure 2 leichter auszuweichen als hier. Oh yeah, ein extra Leben. Kann Myth and Learn bitte nicht hier laufen? Das werde ich als Zeichen, dass wir Bio-Lizard bzw. Final Hazard hier nicht bekämpfen werden. Wobei, für den Kampf im Weltraum muss man, glaube ich, Super Sonic sein. Aber Bio-Lizard könnten sie locker machen. Okay. Ich habe einen Chaos Emerald. Dann würde ich sagen, ich beende jetzt erstmal die Aufnahme von Let's Play Sonic Generations. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal.